Jens, schön, dass du da bist, an deinem Arbeitsplatz. Du hast den begehrten Platz wahrscheinlich in der Ecke oder würdest du sagen, es gibt irgendeinen bestimmten Grund? Ich weiß nicht, ob das war tatsächlich der letzte Platz, der hier noch frei war. Also ich mag es eigentlich hier ganz gerne in der Ecke, aber es ist natürlich auch relativ eng. Aber ich habe hier meinen brasilianischen Kompagnon neben mir sitzen, da kann ich dann mein Portugiesisch immer wieder auffrischen, deswegen bin ich sehr gut aufgehoben hier in der Ecke. Sehr gut. Gutes Stichwort, du bist ja noch gar nicht so lange jetzt da und war es ein Kulturschock, jetzt wieder zurückzukommen? Ehrlich gesagt gar nicht, ich komme ja mehr oder weniger aus der Region, Freiburg liegt ja nicht allzu weit von hier entfernt, deswegen war es relativ einfach, sich wieder zurechtzufinden. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin, kenne ja den HBW schon wirklich meine ganze Karriere lang, hat der HBW mich eigentlich begleitet durch viele Duelle mit den Auswärtsmannschaften und deswegen ist es für mich eine tolle Sache, jetzt für den HBW aufzulaufen und gerade hier, speziell hier in den vier Wänden, wo wir jetzt hier sind, fühle ich mich einfach pudelwohl. Innerhalb von kürzester Zeit bin ich sehr gut aufgenommen worden. Wir haben echt eine gute Zeit hier zusammen und versuchen das auch wöchentlich immer von hier dann raus zu transportieren in die Halle oder in die Arenen. Und bisher ist es uns ganz gut gelungen und ich hoffe, dass es auch für die restlichen Spiele so anhält. Ich habe jetzt neben dich so eine schlaue Kiste gestellt. Die darfst du mal öffnen. Da sind Tischtennisbälle drin. Und dann darfst du mir einfach mal verraten, welche Nummer draufsteht. Nummer 5. Nummer 5. Bist du bereit für deine Frage? Ich hoffe. Okay. Welche positiven Charaktereigenschaften würden deine Freunde dir zuschreiben? Ich denke, dass ich sehr zuverlässig bin. Versuche immer ein bisschen auch die Stimmung innerhalb von einem Raum so ein bisschen zu heben mit meiner Lockerheit. Das sind vielleicht so Sachen. Aber am wichtigsten ist für mich eigentlich so Thema Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit auch. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für eine erfolgreiche Mannschaft und da versuche ich mich einzubringen. Also bist du jemand, der, wenn er um 19:30 eingeladen ist, auch um 19:30 dasteht? Nur eher um 19:25. Sehr gut, wirklich. Ja. Genau. Gut, darfst noch ein Ball ziehen. 26. Die 26. Was ist dein liebster Fußballclub? Verfolgst du überhaupt Fußball und würdest du dich dann eher als Erfolgsfan oder Traditionsfan beschreiben? Ja, ich bin ja schon seit klein auf eigentlich sehr eng verbunden mit dem SC Freiburg, schon alleine regionalbedingt natürlich, auch mit meinem Vater früher schon viel im alten Dreisamstadion gewesen, deswegen wenn ich mich für einen Verein entscheiden müsste, dann auf jeden Fall der SC Freiburg. Ich glaube, da macht man sich nicht allzu viele Feinde in Deutschland. Ich glaube, den finden ziemlich viele Menschen ganz sympathisch, sogar hier im Schwabenland. Deswegen habe ich mich jetzt auch getraut, den Verein auszusprechen. Ich glaube, die Leute sehen es mir nach. Das ist einfach ein super sympathischer Verein. Ich finde, es gibt tatsächlich auch viele Parallelen zum HBW, weil es schon auch ein Verein ist, der viel auf die eigene Jugend setzt, einfach regional sehr verwurzelt ist und passt eigentlich ganz gut. Sehr gute Antwort, das ist definitiv so abgesegnet. Sehr gut. Gut. Darf ich? Gerne. Die Nummer 34. Okay, jetzt kommt eine bisschen außergewöhnliche Frage. Magst du Backwaren? Stell dir vor, du bist beim Bäcker und an was kannst du wirklich gar nie vorbeigehen? Bist du da eher so der süße Typ oder der deftige? Süß eigentlich gar nicht wirklich, eher deftig und gerade jetzt auch die knapp 3 Jahre in Portugal ohne Fleischkäse oder Leberkäse, die sind mir schon sehr schwer gefallen. Deswegen glaube ich, wenn ich hier auch in Barling oft zum Bäcker gehe, dann wird es eher mal so ein Fleischkäsebrötchen oder so. Da sehe ich mich am ehesten. Ja. Ketchup oder Senf? Wenn, dann Senf, ja. Okay, ja. Sehr gut. Next one. Nummer 41. Gibt es eine Situation, in der du dich cooler fühlst, als du tatsächlich eigentlich bist? Ein dummer Spruch, den gibt es schon ab und an, glaube ich, wenn das zur Situation passt. Aber
sonderlich cool fühle ich mich dabei nicht. Ehrlich gesagt fühle ich mich immer ziemlich gut, wenn Dinge einfach auf dem Handballfeld gut funktionieren, weil es einfach, glaube ich, schon seit klein auf so mein Ding ist mit Handball. Und gerade hier mit den Jungs, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, wir haben einfach eine richtig gute Gruppe zusammen. Und da freut man sich auch für den anderen mit. Dementsprechend würde ich eher sagen, es ist so, dass ich sehr viel Spaß an einem gemeinschaftlichen Erfolg habe. Ich habe gelernt, dass man sein eigenes Ding nicht über den mannschaftlichen Erfolg stellen soll. Ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen die letzten 15 Jahre in meiner Profikarriere einfach begleitet. Und da bin ich auch sehr dankbar für solche Dinge. Früher hat man, wenn man vielleicht jünger war, auch sich selber ein bisschen größer genommen, als man eigentlich ist. Und deswegen habe ich gelernt, vielleicht ein bisschen demütiger zu sein, zumindest wenn das die Dinge einfach nicht alleine erreicht werden, sondern in der Gruppe. Deswegen mit dem Wort cool würde ich ihn jetzt nicht verbinden. Aber ansonsten, ja. Danke dir. Eine Frage hätte ich noch. Die 39. Die 39. Auch eine sehr schöne Frage. Hast du denn einen Glücksbringer fürs Spiel? Beziehungsweise gibt es etwas, wo du vielleicht auch ein bisschen abergläubisch bist? Also manche haben ja vielleicht irgendwie eine Glücksunterhose oder dass du vorher irgendwas Bestimmtes isst oder was immer dabei haben musst. Tatsächlich, früher gab es das vielleicht schon, aber ich glaube, dass das mit den Jahren, und viele sprechen ja dann immer auch von dieses Stichwort Erfahrung, das hilft dann schon, wenn man Dinge einfach öfter erlebt hat, wird man einfach ein Stück weit gelassener, glaube ich, und das hilft auch, glaube ich, einer Mannschaft. Es gibt jetzt nicht wirklich irgendeinen Glücksbringer, den ich da speziell mir in den Socken stopfe oder so. Ich glaube, das Beste, was man eigentlich tun kann, ist einfach sich bestmöglich vorzubereiten auf so ein Spiel auch. Dass man einfach viel Video schaut, im Training am besten aufpasst, so wie in der Schule früher auch. Und sich gut schläft, gut isst, aber jetzt so ein spezielles Ding habe ich eigentlich nicht. Wie sieht dein Tag heute noch aus? Hast du was geplant? Steht noch Training an? Ja, ich will noch ein bisschen was für die Uni tun und dann geht es dann auch schon wieder zurück hierher. Und dann umziehen, fertig machen, Videoanalyse und dann bereiten wir uns ja auf den nächsten Gegner vor. Also jetzt kommt dann eher der freudigere Teil des Tages, wenn dann die Uni abgearbeitet ist. Und da freue ich mich dann sehr drauf, wenn dann wieder ein bisschen mehr Leben in der Kabine ist. Danke. Sehr gerne.